Wunderbar. Okay. Soll ich dann einfach sagen, hallo und herzlich willkommen zu Neugier? Mach einfach mal drauf los. Hey, ich bin und wir spielen heute Wer würde eher. Ach, die Fragen bekommen die gestellt von und dann sage ich Moin und... Hallo, mein Name ist Julie. Ich bin Carolina und wir spielen heute Wer würde eher. Die Fragen bekommen wir von... Lukas. Und ich lege auch direkt los mit der ersten Frage für euch. Wer würde eher die Gastfamilie wechseln? Hast du sie gewechselt? Nee. Ich hab tatsächlich. Oh, okay, dann du. Aber hättest du? Ich war kurz davor einmal, ja. Okay, ja dann. Wir beide. Aber es ist noch gut gelaufen bei dir? Ja, wir haben es dann gerade so wieder hinbekommen, es zu regeln. Aber es war wirklich kurz davor. Also meine Local Coordinatorin war auch schon eingeschaltet und so. Deswegen. Denkst du, im Nachhinein wäre es besser gewesen, wenn du gewechselt hättest oder nicht? Nee. Weil es war in dem letzten Monat, wo dieser Stress war und das hätte sich, glaube ich, nicht mehr so gelohnt. Ja. Wer würde eher eine schlechte Note im Auslandsjahr bekommen? Boah, das ist voll schlecht einzuschätzen. Ich bin halt voller Streber. Ich auch. Ja, gut. Hast du irgendeinen bestimmten Notendurchschnitt? Na, ich hatte, in Mathe hatte ich nie, also ich hatte immer alle Punkte in Mathe. Ich hatte nie irgendwie Punkte? Fehler. Also bei den Tests halt. Ja, okay. Also ich hatte einen Straight A, deswegen. Ja, ich hatte einen Durchschnitt von 1,1, also ja, eben. Das ist eine gute Wahrscheinlich Schule. Beide. Ja. Wow, okay. Dann machen wir mal direkt weiter mit der nächsten Frage. Wer würde eher viele Sachen im Gastland vergessen? Ja, ich bin halt so ein Ordnungsmensch. Ich habe immer so Panik, dass ich irgendwas vergesse und dann gehe ich immer 10-mal in meinem Kopf die Liste durch und dann vergesse ich ja, halt ich habe ein paar Sachen in Amerika vergessen. Eine Jeanshose. Mein Prom-Kleid konnte ich leider nicht mitnehmen, aber... Oh. Hat man es dir zugeschickt? Oder nee. Ist es noch da? Sad. Ja, also ich bin ein bisschen trottelig manchmal. Wer von euch würde eher ein Prom-Date haben? Beide, oder? Halt, wer geht ohne Date zu Prom? Geht man ohne Date zu Prom? Keine Ahnung. Hattest du ein Prom-Date? Nee. Also ich hatte ein Homecoming-Date, deswegen. Ja, ich hatte halt einen Freund im Ausland, aber... Oh. Ja gut, dann beide. Ja, beide wahrscheinlich. Dann kann ich darauf aufbauen und mal direkt die nächste Frage stellen. Wer würde eher eine Fernbeziehung während des Auslandsjahres führen? Wer? Wobei, nee, ich mach so. Das Ding ist, vor meinem Auslandsjahr hatte ich einen anderen Freund. Und im Auslandsjahr. Das ging gar nicht mit der Fernbeziehung, deswegen nicht so. Naja, ich hatte im Auslandsjahr einen Freund und danach dann halt noch ein Jahr eine Fernbeziehung, deswegen. Hey, ja, dann nicht. Du. Ja. Aber halt während im Auslandsjahr, ich weiß nicht. Das ist irgendwie anders. Ja, ich glaube eher. Naja, ich. Julie, was würdest du sagen, war der entscheidende Faktor, warum es mit der Fernbeziehung nicht geklappt hat? Zeitverschiebung, wir konnten uns nicht so oft schreiben. Er war oft, also er fand es nicht so toll, dass ich nicht so schnell geantwortet habe, weil ich halt einfach in der Schule war und nicht so viel Zeit hatte. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass wir nicht so viel oder nicht so oft schreiben konnten. Und genau, dann haben wir uns irgendwann entschlossen dazu, uns zu trennen. Aber das war im Positiven alles, also ja. Wer würde eher nach Hause geschickt werden? Hat man jetzt meinen Bauch gehört? Ein bisschen, alles gut. Ja, ich... What should we say about it? Keine Ahnung. Ja, ich glaube einfach, ich hatte ein bisschen Stress mit meiner Organisation, auch wegen meinem Freund im Auslandsjahr. Sollte man ja nicht, oder? Theoretisch. Einen Freund haben, oder? Ja, das mochten die nicht, deswegen eher ich, denke ich mal. Und wie hast du es dann geschafft, die Beziehung trotzdem zu halten? Also meine Local Coordinatorin kam zu mir nach Hause und hat ein Gespräch mit mir und meiner Gastmutter geführt und hat halt gesagt, sie will nicht, dass ich heartbroken bin und so. Oh. Und dass ich es lassen sollte. Aber meine Gastmutter hat es mir dann trotzdem erlaubt und wir durften uns dann trotzdem treffen. Wir mussten halt nur in der Schule aufpassen. Wer würde eher seine Gasteltern anlügen? Oh, das ist schwierig. Keine Ahnung. Ja.
manchmal hat man halt so kleine Notlügen, oder? Ja. Aber das ist doch zu Hause genau das Gleiche. Klar, am Anfang muss man bei den Gasteltern halt, da passt man halt viel mehr auf, weil man echt Respekt hat, mhm. aber so kleine Notlügen. Ja. Jetzt nichts Großes, würde ich sagen. Nee, aber ich habe schon manchmal ein bisschen. Wer würde eher vergessen, wo sein Schließfach ist? Oh, da sehe ich mich so drin. Ja, ich eigentlich nicht, keine Ahnung. Ich war so verwirrt mit diesen ganzen Hallways. Das Ding ist, das Schließfach, ich habe es nie aufbekommen. Ja, die gehen aber auch schlecht ja, auf, meistens. Ja, ich habe es nicht mal nach dem Jahr dann hinbekommen. Ja. Ich habe da immer dran gezogen und so. Letztendlich aber hattest du das Schloss von da? Also diese komischen Schlösser, wo man so drehen muss? Ja, du musst so drehen auf eine Zahl, dann wieder umdrehen und dann nochmal drehen. Ich konnte das nicht. Ich hatte da mein eigenes Schloss dann drin. Wie ein eigenes Schloss? Na, ich hab, also wir hatten da so also die Schlösser waren Drehding. Also es war nicht am Locker dran, sondern man musste die Schlösser reinstecken mit so drin. Ach so. Weißt du, was ich meine? Nee, bei uns nicht. Ja. Bei uns war es aber halt auch Drehdinge. Ja. Naja. Kompliziert ja. Das könnt ihr auch noch von. Wer von euch würde eher sich nachts rausschleichen? Obwohl, ich würde es machen, aber dadurch, dass meine Gasteltern Kameras hatten, würde ich es dann doch nicht machen. Echt? Ja, die hatten aber nur Kameras, weil bei denen ist mal jemand eingebrochen und dann ja. hatten die halt Kameras. Nee, ich hatte so ein Fliegengitter davor, ich konnte da gar nicht raus. Also ich wusste nicht, wie das aufgeht. Ich hätte es vielleicht gemacht. Ich habe es nie gemacht, aber ich hätte es vielleicht gemacht. Aber dadurch, dass die Kameras hatten, hätte ich es nie gemacht. So, also. Ist auch besser so, glaube ich. Ja, also. Wer würde eher in sein Gastland ziehen? Wir beide. Wir sind beide, glaube ich, USA verliebt, ja, oder? Ich würde sofort. Also, ja. Ich habe auch vor, später da zu leben. Würdet ihr zurück in die Region, wo ihr euer Auslandsjahr gemacht habt, oder würdet ihr woanders hin wollen? Woanders. In die USA. Schwierig. Ja, weil ich liebe zwar Michigan, aber ich glaube, ich bin ehrlich, es wäre jetzt nicht der erste Staat, den ich gewählt hätte. Ich hatte ja auch Staaten, weil ich hatte einen anderen Staat eigentlich. Und deswegen würde ich glaube, entweder New York oder Kalifornien. New York wäre schon cool. Aber ich finde es schwierig, weil halt in dem Staat, in dem man schon war, da kennt man halt schon Leute und da fühlt man sich zu Hause, ich zumindest. Ja. Und dann, weiß nicht, dann hat man irgendwie am Ende drei zu Hause, weil man hat sein Heimatland ja, und dann den Staat und noch einen anderen. Aber wenn du dann irgendwie zum Beispiel jetzt in meiner Sicht, wenn ich in Michigan gelebt hätte und jetzt nach New York ziehen würde, dann könnte ich ja einfach Michigan einfach mal so besuchen gehen, ja, die Leute schon. Dort. Das ja dann gut, Michigan und New York ist nicht so weit weg, oder? Ja. Oder jetzt halt auch ein anderer. Idaho liegt halt einfach in der Pampas. Das stimmt. Alright. Wer würde eher seine Eltern für mehr Taschengeld anzapfen? Nee. Weiß nicht. Ich war da immer so. Mir hat das Taschengeld eigentlich immer gereicht. Ja, ich habe mir das wohl auch geteilt. Ja. Dann würde ich direkt mal eine darauf aufbauende Frage stellen. Wer würde eher einen Großteil des Geldes für Shoppen ausgeben? Ja, schon. Ja. Das schon. Aber das Ding ist, ich habe immer Secondhand gekauft. Also es hat nur so $3 oder so gekostet. Deswegen, ja, war wie billig. Hieß der? Es gibt doch in Amerika diesen einen Secondhand-Store. Goodwill? Ja, der war so cool. Yeah. Ja, da habe ich auch einiges von meinem Geld. Ja, ich auch. Aber das Ding ist halt, es war richtig billig. Deswegen konntest du auch viel kaufen. So. Da kann man gut Halloween-Kleidung shoppen und so. Kleiner Tipp. Nice, danke. Und eine letzte Frage. Wer würde eher in den falschen Flieger steigen? Oh Gott, geht das überhaupt? Oh mein Gott, als ich hier hingeflogen bin, ich bin fast in den falschen Flieger gestiegen. Aber geht das denn überhaupt? Ich glaub, ja, nein, ich geht's. Also es geht mit nicht. Der Bordkarte geht's ja nicht mehr. Ich war, nicht, oder? Aber am Gate halt. Ich war am falschen Gate. Und dann war ich in der Schlange zum Einsteigen. Und dann war ich kurz davor, bis ich nochmal aufs Gate geguckt habe und gemerkt habe, hä? Warte, habe ich nicht Gate Nummer 316? Ich war auf 312 und ich musste nach 316, bin ich zu meinem anderen Gate gesprintet, weil die da auch schon anstanden, habe gerade noch so meine Flieger. Wo wärst du theoretisch hingeflogen? Weiß ich weißt nicht. Weißt du nicht? Nee, ich habe gar nicht drauf geschaut. Wahrscheinlich irgendwie so Brüssel oder so. Nee, am Schluss wärst du nach China oder so geflogen. Kleiner Tipp von meiner Seite, schaut auf die Abflugkarte, die Gates können sich nämlich immer noch ändern. Ja, das stimmt. Ja. Ja, die auf diesem Bildschirm da, ja.
das war's mit Wer würde eher. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne abonnieren, ein Like da lassen und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, ihr könnt auch gerne auf Instagram folgen und TikTok, da sind wir auch sehr aktiv. Genau, wir sehen uns. Freuen uns, bis zum nächsten Mal.